herzlich willkommen im Podcast. Heute zu Gast Axel Roth. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Er kommt aus Darmstadt. Er ist zurzeit in Leipzig, arbeitet aber auch in Berlin. Er hat vor 6 Jahren angefangen als Praktikant und ist Kameramann, Kolorist und Freelancer und ist als Dienstleister tätig. Er hat einen eigenen Podcast, dazu kommen wir gerne später nochmal. Er hat dort schon einige Folgen drauf. Ich bin ganz gespannt, ich will nämlich auch unbedingt mal reinhören. Er ist Lichtsetzer, Kameramann und hat Werbespots gemacht für Mercedes. Er macht zurzeit hat einen Kurzfilm gedreht, Croquette Eiern, und es ist ein Familiendrama. Er hat noch einen Kurzfilm gemacht, Gestern gibt es nicht, auch ein Familiendrama, und ich freue mich riesig, dass du da bist. Wunderschönen guten Morgen, Axel. Grüße dich, hi. Habe ich jetzt Axel gesagt im Intro oder was? Am Anfang habe ich es. Ja, das war richtig. Wunderbar, vorher habe ich es nämlich falsch ausgesprochen. Schön, dass du da bist. Fangen wir direkt an. Und zwar Persönliches. Wenn dich jemand fragt, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, ich bin lichtsetzender Kameramann und Kolorist. Ich helfe Regisseuren dabei, das, was sie im Kopf haben, auf die Leinwand zu bringen. Mit der Bildästhetik und den Farben. Okay, cool. Du hast vor 6 Jahren angefangen als Praktikant. Und wie kam es dann irgendwie dazu, wo du gesagt hast, ich möchte unbedingt zum Film und Fernsehen und möchte selber was auf die Beine stellen? Wie kam es dazu? Also ich habe in 2012 bin ich nach Dresden, um da in Informatik zu studieren. Bin dann relativ schnell zur Medieninformatik gewechselt, weil ich mehr was mit Medien machen wollte. Mhm. Und dann bin dann relativ Anfang des Studiums schon in Kontakt gekommen mit der AG Filmagentur, hieß die, in Dresden, oder die gibt es immer noch. Die hatten so eine Vorstellung gemacht, so welche Unternehmen, also Unternehmen, Studenten treffen Unternehmen. Und da habe ich dann einfach mit dem gesprochen, mit dem Fabian Schmidt. Wir haben uns dann gut verstanden, und dann habe ich halt ein Praktikum bei denen gemacht, bei der Filmagentur, und war dann halt sozusagen Kameraassistent und habe da halt einen Kabelschlepper und habe dann halt so der Klassiker und habe dann halt irgendwie so ein bisschen ausprobieren dürfen und ein bisschen geschnitten und so, und es hat mir aber dann so gut gefallen, ich so, what, das ist das, was ich machen möchte. Und habe dann halt das irgendwie so weitergemacht und bin dann, habe dann das Bachelorstudium auch nicht fertig gemacht, sondern bin dann halt dann in die gewechselt. Hab währenddessen auch, war ich in so einem freien Radio, so ein Studentenradio war das, was ich mit aufgebaut hatte. Also es war schon da, wir haben es dann noch weiter aufgebaut. Das Campus Radio Dresden gibt es heute immer noch. Und da habe ich auch richtig coole Leute kennengelernt, die mit denen ich immer noch Kontakt habe, immer noch geschäftlich auch unterwegs bin. Unter anderem auch das Podcast-Label Einfachton, mit denen ich zusammenarbeite bei meinem Podcast. Die sind daraus entstanden sozusagen. Okay, cool. Wir haben da relativ viel Erfahrung auch gesammelt. Und ich habe damals so die ganzen Videosachen gemacht. Wir hatten halt Music-Sessions, die haben halt Künstler eingeladen und haben halt Interviews mit denen gemacht. Und wir haben halt dann die Situation genutzt, halt gleich die Interviews fürs Radio zu machen und halt auch noch eine Videosession irgendwo in einem Dresdner Lokal. Was in der Nähe vom Venue war, haben wir dann halt was aufgebaut und haben dann halt irgendwie so das gedreht, und das war so der Anfang, und von da aus hat sich dann irgendwie so entwickelt. Mein Kollege hat sich dann mehr so für Ton interessiert und ich habe mich mehr für Film interessiert, für Video interessiert, und dann hat das sich langsam hochgesteigert und dann habe ich ein paar Jobs bekommen hier und da, und dann irgendwie war aber schon immer so dieses szenische Arbeiten, also nicht dokumentarisch, sondern eher so, also was halt leuchten und halt irgendwie diesen Look kreieren, das war für mich schon immer spannend, und dann habe ich mich halt so für den Weg entschieden, halt mehr in diese szenische Arbeit zu gehen, und dann Werbung war halt sozusagen das der Weg, wo man damit halt Geld verdienen kann. Sehr cool, ja, auf jeden Fall. Und wann würdest du sagen, wann wurde es genau professionell bei dir? Wann war so der Cut vom Kabelträger zum jetzt direkt während dem Studio schon? Oder jetzt würdest du sagen, ja, das ist noch gar nicht so lange her? Also ich habe ja, ich habe schon währenddessen Geld verdient während des Studiums, aber es war mehr so ein Nebenjob, also so, ne, ich habe hier so, weiß ich, 15 Euro die Stunde bekommen oder sowas und habe dann da irgendwie halt mein Ding gemacht, und das war halt mehr so ganz cool, um sich halt mal eine Kamera zu kaufen und mal das zu machen, mal hier mal einen Schnittrechner und so ein Kram da was auszuprobieren. Richtig professionell wurde es dann, ich habe es dann sozusagen im Studium so unterbrochen, um dann halt das auszuprobieren professionell. Das hat, muss ich ehrlich gesagt zugeben, nicht so gut funktioniert, einfach weil der Standort scheiße war. Dresden ist halt einfach kein guter Filmstandort, muss man einfach mal so sagen. Hab dann aber 2000,
16, also Ende 2015 habe ich dann halt entschieden, dass ich halt irgendwie aus Dresden raus muss und habe dann halt geguckt, was es noch so gibt. Und habe in Leipzig, weil Leipzig hat ja durch den MDR eine relativ gute Infrastruktur, was Film angeht. Und also wir haben Verleiher, wir haben Licht, also wir haben alles da halt. Und deswegen wurde dann halt eine Stelle angeboten bei einer Filmproduktionsfirma in Leipzig als Kameramann. Und ich habe das dann einfach genutzt, habe mich da beworben, habe die Stelle auch bekommen. War dann da ein Jahr, die Firma hat sich in eine Richtung entwickelt, die ich dann irgendwie nicht so spannend mehr fand für mich und habe dann halt entschieden, dass ich das lieber, also meine Richtung woanders hingeht und dann habe ich mich halt sozusagen wieder von denen getrennt, aber das war gut, um halt Fuß zu fassen, um mit den Verleihern in Kontakt zu kommen, mit den Leuten, die hier in der Branche halt hier sind, so, also wir haben halt ein relativ aktiv, es ist relativ klein in Leipzig, Verhältnis jetzt zu Berlin oder so. Aber die Branche ist sehr familiär, was halt ganz cool ist. Also man ist halt sofort mit allen irgendwie in Kontakt, unterstützt sich gegenseitig und so. Und das ist echt ganz nice eigentlich. Ja, cool. So muss das ja eigentlich auch sein, dass man sich da immer unterstützt, ja. Jetzt, du bist ja mehr so beim Film, hast du gesagt. Was macht denn deiner Meinung nach so einen Film besonders? Die Geschichte. Ich glaube, so hängt eigentlich viel immer davon ab, dass halt ein Film eine gute Geschichte hat und dann auch, aber jemand hat einen guten Geschichtenerzähler. Also die beste Geschichte kann trotzdem scheitern, wenn halt die Geschichte schlecht erzählt wird. Und es ist halt so ein Zusammenspiel aus super vielen Sachen. Ich glaube, man kann nicht einfach nur sagen, also nur eine Komponente ist halt das, warum der Film halt gut ist, sondern es ist halt dieses Zusammenspiel aus allen Leuten, die halt damit zusammen dran arbeiten. Also, ne, also der Drehbuchautor, der Regisseur, der die Vision hat, das umzusetzen, dann der Kameramann, der ihm hilft, das umzusetzen. Aber dann halt auch der Cutter, der weiß, da noch was, die Montage richtig zu setzen. Der Schauspieler natürlich, der das auch dann, wenn es einen Schauspieler gibt, der das halt irgendwie dann auch vor der Kamera halt auch dann präsentieren kann. Also es ist halt, glaube ich, relativ viel, viele Komponenten, die zusammenspielen müssen. Also das Zusammenspiel von Komponenten macht halt einen Film gut. Aber natürlich, so von der Grundessenz muss natürlich die Geschichte gut sein. Wenn alle super toll eine scheiß Geschichte erzählen, bringt es ja auch nichts. Wenn ich jetzt jemand fragen würde, mit dem du schon zusammengearbeitet hast, und würde den fragen, sag mal, was macht Axels Arbeit eigentlich besonders? Was wird der mir sagen? Boah, ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt meine Testimonials angucke, die ich so gesammelt hatte, dann war so mein Eindruck vor allem halt Kommunikation, Professionalität, halt ein großer Faktor. Und da lege ich auch persönlich sehr viel Wert drauf. Ich finde, Kommunikation ist einfach so unglaublich wichtig, wenn es gerade ein kollaboratives Medium ist, dass man halt nicht einfach nur antanzt und sagt, hier, gib mir die Kamera, ich drehe jetzt für dich einen Film, sondern dass man sich halt im Vorfeld auch wirklich auseinandersetzt mit dem, was sich halt der Regisseur vorstellt oder die Produktionsfirma, je nachdem, wer halt sozusagen das dann übernimmt. Egal wie klein die Geschichte ist, man sollte sie halt irgendwie immer ernst nehmen, weil also eine Geschichte zu erzählen, das Privileg zu haben, ist halt eigentlich total cool und da sollte man das auch so, so wahrhaben. Macht ihr denn Storyboards am Set? Weil Chris Blaser hat mir erzählt, hier in der Schweiz, Storyboards, nee, mach mal, weißt du, das ist so, wird nicht so ernst genommen wirklich. Ist das bei euch auch so oder habt ihr da richtig... Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wir hatten jetzt einen Werbespot für eine Immobiliengesellschaft. Da haben wir richtig hart gestoryboardet. Da war jeder Shot gestoryboardet. Das war für mich auch ist nicht so üblich, dass es so richtig gut durchgestoryboardet war, weil wir hatten halt, jeder Shot war VFX. Das war irgendwie so, also da musste halt irgendwie jeder Shot musste den nächsten Shot passen und da mussten irgendwie drei Ebenen gedreht werden, irgendwie Vordergrund, Hintergrund. Dann wurden da irgendwie noch... danach, also in der Second Unit wurde dann halt nochmal noch 3 Wochen lang nochmal so Timelapses gedreht von so Bauarbeiten, die dann hinten dran gesteckt werden und so ein Kram. Also es war richtig crazy. Und da war das halt wirklich durchgestoryboardet. Also sonst ist es nicht so krass. Für die Sternort-Kampagne haben wir eigentlich nicht gestoryboardet. Da habe ich nur im Vorfeld in 3D die Beleuchtung getestet fürs Studio. Es hält sich in Grenzen, kommt auch ein bisschen drauf an, ob die Agentur da Wert drauf legt, mit der wir arbeiten, weil die sozusagen das dann ja auch, also die nutzen das ja, um ihren Kunden das sozusagen zu verkaufen und dann, wenn die das bezahlen und das machen wollen, dann macht es die Produktionsfirma meistens auch, aber oft ist das auch so eine,
ja, wenn die halt da keinen Wert drauf legen, dann wir brauchen es ja, wenn es nicht jetzt aus technischer Notwendigkeit ist, dann braucht man es eigentlich nicht unbedingt. Okay. Also wir haben halt Dispos und Shotlists und sowas und wir machen halt die Planung vorher. Und wenn ich mit einem Gespräch mit dem Regisseur das ja auch ausgearbeitet habe, dann haben wir ja beide hoffentlich dieselben Bilder im Kopf. Ja, das ist eigentlich Ziel der ganzen Sache. Ja, deswegen. Wie hast du denn dich weitergebildet zum Koloristen? Das ist eine gute Sache. Also ich habe immer schon im Prinzip, der erste Schritt, nachdem ich was gedreht habe, war immer am Rechner zu gehen, es in Premiere reinzuladen damals und einfach sofort in halt den Farbregeln rumzuspielen. So, das war das Erste, was ich gemacht habe. So am Ende des Drehtages war immer das Material reinladen und gleich mal gucken, was geht mit dem Material. Das hat mich schon so fasziniert irgendwie. Das heißt, du hast schon immer in Flat auch gefilmt, oder? Also ja, immer schon, genau. Ich hatte früher so eine GH2 ganz am Anfang und dann irgendwie eine GH4 und dann halt irgendwie Sony FS7. Ja, doch, genau. Und deswegen war das schon immer so ein, habe ich das schon immer so geil gefunden, da rumzuspielen. Und es gibt so relativ gute Standardwerke, die man kaufen kann, die das halt gut vermitteln. Dazu kommt dann halt auch, online gibt es ein paar ganz gute Plattformen, die dann so weiterführende Informationen haben, so Mixing Light zum Beispiel ist super. Kann ich empfehlen, kostet halt Geld, ist nicht so super günstig, also 25 Euro oder sowas im Monat, aber dafür hat man halt einen riesen Katalog mittlerweile an so Tipps und Tricks. Und ich habe das einfach auch, ehrlich gesagt, dann halt einfach ausgemacht, ne? Wenn man es halt 5 Jahre lang irgendwann macht, hat man das halt auch drauf. Ja, die Abläufe werden ja automatisch dann tak, 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 fertig. Wo man, ja, und man muss dazu, und das, und was eine riesen Unterstützung war, ist für mich, da ich ja auch Workshops halte, muss ich ja die Inhalte aufarbeiten. Mhm. Und dieses Aufarbeiten und verständlich rüberbringen von Inhalten und so Strategien zu entwickeln, das hilft einem auch. Ne? Man sagt ja immer, wenn du es einem erklären kannst, dann, also wenn du es zum Üben halt jemandem erklärst, dann lernst du es selber nochmal. Das ist so. Ja, und das war für mich halt auch so eine Riesenhilfe, das so aufzuarbeiten und das Leuten zu vermitteln. Also weil ich konnte das schon, aber sozusagen irgendwie diese, dann nicht nur zu machen, sondern auch zu überlegen, okay, warum mache ich bestimmte Schritte und warum mache ich das und so, und das dann zu vermitteln, das hat das nochmal so für mich, also nochmal auf eine Ebene weiter oben drüber gezogen, so. Also, ich weiß nicht, es sind viele Sachen, die ich gemacht habe, um da hinzukommen. Also es gibt für jeden keinen richtig so linearen Weg. Man kann kolorieren auch, glaube ich, gar nicht so richtig. Also der ganz klassische Weg ist vom Schnittassistenten und dann irgendwie zum Junior-Koloristen und dann halt irgendwie nach 5 Jahren Senior-Kolorist sein oder so. Also es gibt über die Postproduktion, also erstmal eine Ausbildung machen. Und da gibt es Möglichkeiten, das klassisch zu machen. Ich habe das halt, dadurch, dass ich mein eigenes Material ja auch gedreht hatte, konnte ich ja die ganze Zeit auch immer proben, üben. Und im Endeffekt macht das ja auch ein Auszubildender auch nicht anders. Genau, also ich finde es eigentlich auch viel cooler, wenn du selber immer übst. Also habe ich jetzt von ganz vielen Kollegen auch gehört, der mit Damien Cooper war der Erste, den ich im Interview hatte, und der sagte, der hat einen Kollegen, die haben gleich angefangen und der Kollege macht das Ganze über Studium. Und dann haben die sich nach 2 Jahren irgendwann getroffen und dann hat er gesagt, ach du Scheiße, du hast ja theoretisch alles drauf, aber du hast keine Referenzen, kannst du nicht vorweisen, ja. Du hast nicht wirklich die Erfahrung gesammelt, und da war der Damien dann schon 3 Schritte weiter, obwohl er das nicht im Studium gemacht hat. Also das finde ich dann für eine Agentur dann auch sinnvoller, wenn ich jemanden habe, der mehr praktisch gemacht hat, anstatt das Ganze theoretisch gelernt haben. Weil das Theoretische kannst du dir teilweise, finde ich, heutzutage aus dem Internet auch runterholen. Also dafür musst du jetzt nicht unbedingt, weißt du, wie ich meine? Ja, also es gibt auf jeden Fall mittlerweile, die Basics kriegt man auf jeden Fall mit. Dann, so, dann gibt es irgendwie so eine Lücke irgendwie, wo es dann plötzlich keine Inhalte mehr gibt. Das ist ganz komisch. Und dann gibt es wieder bei den Profis wieder so ganz so richtig krasse, teure Kurse. Was ich vor allem gemerkt habe, ist, dass, was mir auch nie gefallen hat, warum ich nie zur Filmuniversität gegangen bin, war immer der Gedanke, dass ich ein Produkt bin, dann von diesen Ausbildern, also von den Professoren. Und mir hat das, ich finde die Münchner Schule, also die Münchner Schule zu drehen, finde ich hässlich. Ich mag das überhaupt nicht. also mal, um ganz eiskalt zu sagen, ich finde das nicht schön.
Und ich finde auch, die Berliner Schule ist nicht so geil. Also die einzigen, wo ich immer so ein bisschen so geguckt hatte, war so Ludwigsburg, weil die halt da so einen anderen Ansatz fahren, also nicht von null, sondern die holen dich erst rein, wenn du halt irgendwie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hattest, und dann das sozusagen weiter zu formen, finde ich persönlich besseren Ansatz. Ja, aber ich auch cool, ja. Aber es war für mich nie interessant, weil ich sozusagen relativ schnell dann auch irgendwie halt Jobs hatte und irgendwie das dann auch, ich auch zu individuell bin. Ich mag das, das ist meine Persönlichkeit halt einfach nicht, ich hab mich nie wohlgefühlt in so Klassensituationen oder Unisituationen, wo halt Professoren, wie sagen, du machst es jetzt so, weil das halt so ist. Ich bin immer der dann immer fragt, ja, warum denn? So, ne, damals schon im Rallye-Unterricht und jetzt immer noch. Also, aber wieso denn? Wieso ist das denn so? Und das hat immer, also da bin ich so ein bisschen vielleicht nicht passend. Deswegen war das für mich immer einfach so ganz klar, ich mache das halt jetzt irgendwie selber. Ja, finde ich sehr cool. Meistens sind da die Leute, dass die dann sagen, warum, und das Ganze hinterfragen, kommen im Leben meistens auch viel weiter, anstatt einfach den Standard immer mitzumachen und am Ende des Lebens dazustehen und sagen, ja, wieso, ich habe doch alles gemacht, was man mir so gesagt hat. Machen wir weiter bei dir. Was machst du denn in deiner Freizeit, um von diesem ganzen Stress loszukommen? Ja. Freizeit. Das ist ja mal das, wo wir alle überlegen müssen. Warte mal, das kenne ich irgendwo, habe ich schon mal gesehen. Das ist... das ist eine gute Frage. Also ich bin also tatsächlich, aktuell versuche ich gerade mehr, mir Freizeit zu nehmen. Mhm. Mehr irgendwie was mit Zeit mit meiner Freundin zu verbringen oder halt irgendwie jetzt irgendwie mal auch Urlaub zu nehmen und so. Also wenn ich wirklich Zeit habe, gerade zum, also wenn ich einen Urlaub habe, meistens ist es dann der Moment, wo ich überhaupt Freizeit habe, weil der Rest so irgendwie halt, ich weiß nicht, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, das ist auch mal, das ist ja auch ein scheiß Begriff, aber wenn man halt so seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, ist es ja schwer irgendwie dann so zu sagen, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Also das ist ja irgendwie so, Leute, die halt so, ja, ich verstehe nicht, wie man halt das machen kann, so die ganze Zeit irgendwie arbeiten, haben, glaube ich, halt auch einfach ein anderes Verhältnis. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Informatiker wäre, also jetzt durchgezogen hätte und hätte dann halt jetzt irgendwie eine Arbeitsstelle, würde da halt irgendwie an irgendeinem Programm arbeiten und da irgendwie, dann hätte ich auch keinen Bock wahrscheinlich. Nach 8 Stunden gehe ich nach Hause und dann mache ich was anderes halt so. Und dann hätte ich vielleicht sogar dann irgendwie Videos gemacht oder sowas, ne? Mein YouTube-Kanal oder so, keine Ahnung. Dementsprechend ist das ja auch so ein bisschen dieses Problem, wenn man halt, wenn man seine Arbeit gut findet, und das irgendwie für sich wichtig findet, dann ist es schwierig, das, glaube ich, immer zu trennen. Aber wenn ich jetzt tatsächlich Urlaub oder Freizeit habe, dann mache ich gerne Sachen mit der, also handwerklich, baue so halt so Möbel oder so aus Holz oder fräse in meiner Werkstatt irgendwelche Metallstücke. Das ist so ein bisschen, ist halt so ein anderes, ist eine andere Art von Arbeit, es ist halt nicht Kopf, sondern es ist mehr so Hand. Man kann einfach so Podcasts hören, man arbeitet einfach so vor sich hin und dann am Ende ist halt irgendwie so ein Ding da. Ob es so gut ist oder nicht, weiß ich dann meistens nicht, aber es ist halt, man hat irgendwie was, genau. Man hat eine andere Art, also ein Ausgleich von anderer Art von, ja. von Beschäftigung, ja. Ja, cool, sehr cool. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? 10 Jahre? Eieiei. Also ich würde hoffen, dass ich auf jeden Fall schon mal einen Spielfilm gedreht habe in 10 Jahren. Also ich würde gerne mehr größere Projekte, mehr Spielfilme machen können. Also sowohl kolorieren als auch auf Drehen Richtung Spielfilm mich vorzuarbeiten. Mhm. Das heißt, in 10 Jahren kommt der erste Hollywood-Film, oder was? Boah, das wäre geil. Ich vermute aber, dass da noch ein paar Schritte davor sind, bevor ich in L.A. Ich meine, der Vorteil ist, ich bin Amerikaner, also ich könnte einfach rüber und ich könnte einfach sozusagen rübergehen. Gerade aktuell habe ich nie so Interesse, nach Amerika zu gehen. Ich weiß nicht warum. Da gibt es so eine aktuelle politische Situation, wo ich dann nicht so... Wo ich mich in Deutschland gerade wohler fühle. Ja gut, das ist ja hier. Na, ist egal. Politik ist immer da. Ne, ich will da nicht ausschweifen. Nee, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber aktuell gefällt mir Deutschland gerade besser. Aber ich meine, das wäre jetzt für mich jetzt, ich könnte sozusagen problemlos nach L.A. gehen, ja. Oder New York oder so. Ja.
Okay, cool. Dann ist das schon mal ein Plan, ja. Gut. Nächste große Thema, Ausrüstung, Workflow. Mit welcher Ausrüstung du angefangen hast, hast du vorhin schon erzählt. Und zwar, du hast dann mit der FS7 gearbeitet und aktuell am Set. Womit drehst du da? Ich habe meine eigene Kamera, das ist eine Varicam 35 von Panasonic. So ein bisschen unbekannt im deutschen Markt. Aber das ist so das Flaggschiff-Modell von Panasonic. In ist das diese 5,6K, ist das die? Nee, das ist die EVA 1. EVA, genau. Also, Panasonic hat ein etwas seltsames Naming-Scheme mit ihren Kameras. Die haben halt diese Varicam-Serie, das ist sozusagen die High-End Arri Alexa-Konkurrenz. Ja, okay. Genau, da bin ich sozusagen drin. Und dann gibt es halt diese EVA, die sozusagen eigentlich derselbe Chip ist. Ich weiß auch nicht, warum die das irgendwie anders branden. Aber an sich ist es derselbe Chip, nur halt in einem kleineren, kompakteren Format mit weniger Prozessionsleistung. Weil die steht nämlich auf meiner Wunschliste, weil die ist von den Specs her, ich habe so ein bisschen was verglichen, finde ich die voll geil, diese EVA 1 da. Und ja. Weil die nämlich, wenn ich jetzt das vergleiche mit der Blackmagic, hat die noch ein bisschen bessere Sachen da in dem Gehäuse drin. Ja, also ich kann jetzt gar nichts zum Bild sagen. Ich versuche es mit einem Kollegen schon seit Monaten irgendwie so mal so einen Tag zu finden, wo wir mal beide Kameras vergleichen können, die High-End-Kamera mit halt der EVA 1, gerade weil sie ja an sich dieselben Chips haben, Sensoren. Aber ich bin mit der Panasonic Farbchemie auch sehr zufrieden. Also ich finde, das Bild, was ich rauskriege, ist halt muss nicht so viel bearbeitet werden, die Hauttöne sind schön, wie die Lichter, der Highlight-Roll-Off ist total super und so und die Schatten werden, ich meine, dieses Dual-ISO, das ist halt total beeindruckend, also ich habe jetzt ein paar Situationen gehabt, wo wir gedreht hatten, da hatten wir nichts anderes als Straßenlaternenlicht und normalerweise kackt da jede Kamera halt total ab und da schaltest du die Kamera auf 5000 ISO und es ist halt wieder hell, ne? Also du siehst halt plötzlich wieder Zeichnung und das ist aber nicht nur von wegen, ich mache halt die ISO hoch auf 5000 und alles rauscht, sondern es rauscht halt nicht. Also es ist halt einfach nur heller, was halt total crazy ist so. Okay, ja cool, klingt mega cool. Programme. Du hast vorhin gesagt, Premiere hast du genutzt, da hast du wahrscheinlich damals angefangen mit diesem Speedgrade, oder? Zum Kolorieren? Ja, das gab's noch. Ja. Und jetzt macht das ja Premiere selber, aber ich denke mal, du hast jetzt auch gewechselt zu DaVinci, oder? Ja, genau. Ich bin jetzt mittlerweile bei fast allem bei DaVinci angekommen. Also wir hatten jetzt, das ist halt wirklich krass, als sie angefangen haben, das zu integrieren mit Cutten und da war ich ja schon bei DaVinci, aber nur fürs Grading. Und da war ich muss das jetzt sein? Müssen die da jetzt irgendwie da so viel Kram reinschmeißen und aber muss tatsächlich sagen, die haben das halt echt ziemlich geil integriert, ne? Also man hat ja jetzt dadurch, dass die Schnittsoftware, also ich teilweise, wenn ich jetzt mal wie einen Kurzfilm schneide oder was Kleines schneide oder so, dann mache ich das tatsächlich sogar in DaVinci, weil einfach das super angenehm ist zu schneiden. Und die Audio-Sache, dass du gleich mixen kannst mit Fairlight, ich meine, ich mache das jetzt nicht, aber wir haben jetzt zum Beispiel, ich musste ja für den Kurzfilm, musste ich ja ein DCP machen, also für Digital Cinema Package fürs Kino. Und da habe ich, normal ist es halt mit Premiere oder so, selbst mit Avid ist es halt so ein mega der Akt. Du musst es dann exportieren, dann musst du den 5.1 Spuren reinladen in so ein DCP Raptor oder in so ein anderes Plugin. Das kostet Geld, ne? Und dann machst du es irgendwie rein und dann kriegst du das Ding raus und alles super kompliziert. Und bei Resolve ist es halt einfach nur, du schiebst die Spuren einfach nur rein. Wählst die Spuren aus, sagst, das ist 5.1 Mix und klickst auf DCP und renderst. Also es war halt so, selbst für jemanden, der sich damit auskennt, also mit Exports und sowas, war das halt nur ein Schritt mehr. Was früher halt ein Riesenakt war. So, die waren halt super, die sind halt da echt krass hinterher. Also mit allen, diese Integration ist halt mega gut. Ich habe mit Sebastian Leitner, ich weiß nicht, ob du den kennst aus der Filmemachergruppe, mit denen habe ich einen Workshop zusammen gemacht, genau übers DCP in Resolve exportieren. Das mache ich mal ein bisschen Schleichwerbung, weil es ist zwar nur nicht, du sagst zwar klick, klick, klick und dann ist fertig, aber ein bisschen mehr ist ja schon noch, weil du musst ja einen komplett anderen Farbraum nehmen, du musst halt dieses D3 nehmen und Ahnung was. Und das für dich ist das normal. Für mich als Kolorist war das halt wirklich nur zwei Klicks mehr. Ja, genau. Zu meiner normalen Arbeit, was für mich beeindruckend einfach ist. Ja. Was halt früher selbst für mich halt echt aufwendig war zu machen. So. Und ich bin teilweise dann trotzdem
also gerade wenn es ganz lange Projekte waren, bin ich dann doch am Ende zu einem technischen Dienst gegangen, der das sozusagen für uns gemacht hat. Einfach weil diese Programme, also ich meine, du hast ja dann für einen DCP Raptor, gibst du da plötzlich halt übelst viel Geld aus. Ja, genau. So 100 Euro. Ja. Und vor allem, dann hast du es nicht richtig und dann ist ja teilweise, hast du, glaube ich, was hat er jetzt hier, $25 pro Filmminute, die dann, also wenn du es über eine Agentur machst, und ja, das ist dann schon hardcore, wenn du dann so einen 120-Minuten-Film hast und das ist ja dann meistens ja gar nicht einberechnet in der Filmproduktion. Dann noch das DCP dann. Ja, das ist ziemlich cool. Erschlägt die meisten Leute, ja. Ich kann dir mal den Workshop mal zeigen. Ich bin nur momentan am, wir zügeln gerade auf einen anderen Server, weil mir der Server so ein bisschen auf Keks geht. Der war das, auch wieder Problemchen, die keinen interessiert. Aber das dauert noch einen Moment. Ich schicke dir gerne mal den Link, kannst mal drüber schauen. Und dann würde ich gerne mal auch dein Feedback dazu hören. Ja, das würde mich schon sehr interessieren. Gerne. Ja. Weil du hast ja Ahnung von dem Ganzen und Sebastian ist auch volle Gottphase auf DCP. Der macht nämlich nur das. Also der macht, ach so, das heißt ja nur das, aber er macht das hauptsächlich. Und er sagte auch immer, er kriegt extrem viel DCPs mit auf den Schreibtisch, die dann kaputt gehen. Und dann, wo er die dann reparieren muss, weil die einfach falsch komprimiert sind und die Leute meistens keine Ahnung haben mit dem ganzen Ton und Bild und falsch. Ja, ja, also das ist gerade dieser Tonsache ist, wenn man damit gar keine Ahnung hat, was das bedeutet. Aber ich fand wirklich, wie gesagt, mit Resolve ist es so viel einfacher geworden und günstiger. Also das, also ich glaube, du musst die Studio-Version haben dafür, aber... Ja, das Geile war, die haben die Resolve 15 Beta letztes Jahr rausgehauen im August und dann ging es über dieses Kakadu automatisch in der Free-Version. Daraufhin haben wir unseren schönen Kurs aufgebaut, du kannst mit kostenloser Software DCP machen und dann hat Resolve ein Update gemacht. Ich könnte mir vorstellen, die haben lizenzrechtlich da ein bisschen Problemchen bekommen und haben ein Update rausgehauen und jetzt geht es anscheinend nicht mehr. Ich habe es noch nicht wirklich bis End of Life Phase getestet, ob es wirklich nicht geht, aber zurzeit scheint es so, dass man wirklich die 300 € Studio-Version kaufen muss, wo ich mir denke, also 300 €, ja gut, wenn ich ein DCP mache, ist 300 € im Vergleich... Peanuts. Also, das ist halt, selbst wenn man das nur fürs DCP machen würde, ne, dann hast du danach immer noch die Schnittsoft, das Programm und 300 € ist halt, wie kostet auch ein Plugin. Ja, genau. Also, es ist lächerlich wenig. Ja, genau. So ich erzähle mal gerne die Geschichte, wie ich Resolve für 900 € gekauft habe und zwei Wochen später war es dann nur noch 299. Na, echt jetzt? Und bist du dann nicht hingegangen, ey Leute, hallo Hut! Ich habe beim Händler angerufen und der hat dann nur die Kinder darunter gefallen, weil die ja 10 Stück oder so hatten, die im Lager liegen von den Dongles. Und dann waren halt natürlich die dann auf einem Schlag 5.000 € weg. Da war ich ja im Verhältnis noch der nicht gelackeierte, ne? Also das war ja... Ja, deswegen ist sowas online, da würde ich mich gar nicht reinhängen. Also da würde ich den Link weiterschicken und... Also im Geschäft das zu verkaufen, das ist ja heutzutage, ist das ja. Bis du das im Laden hast, im Endeffekt hat das ja schon Preisverlust. Also es ist ja schon so, dass du, wenn es von China in Deutschland ankommt, ist ja auch schon Preisverlust. Also von daher ist ja. Ja, aber es ist halt, damals hatten die noch die Dongles, die hatten noch nicht diese Aktivierungslizenz. Ja, kenne ich noch. Deswegen war das noch so ein Zeitpunkt. Aber das Programm damals war ja nur kolorieren, also was heißt nur kolorieren, und jetzt haben sie ja noch den Fusion mit da reingebaut mit diesem VFX noch mit dabei und das ist das, was mich auch super interessiert, weil 3D ist immer das, was mich so interessiert und ich hatte da jetzt aktuell eine Folge mit Chris Blaser hier aus der Schweiz und das ist hammermäßig auch, was der für eine Rechenpower haben muss, um diese 3D-Animationen da zu machen und der macht jetzt, er hat sich spezialisiert auf 360 Grad, das ist auch der Oberburner, überleg mal, dann in 3D Visual Effects und dann in 360 Grad, wie viel Rechenleistung du da brauchst. Ja, also ich habe ja mal so 360 Grad Grading gemacht, das ist richtig krass. Also du hast ja irgendwie 16, teilweise bis zu 16K oder sowas an Auflösung, die du da irgendwie bearbeiten musst. Und das ist ja dann trotzdem eine Datei. Also es ist ja nicht so, dass es dann irgendwie so gestitcht ist und du hast immer nur so, was du gerade siehst, sondern du hast ja wirklich immer 16K, die du da irgendwie bearbeiten musst und durch Pipeline pumpen musst. Also ich habe auch einen Kollegen, der macht Fusion der hat auch irgendwie so ein übelst, also was ist das Gefühl, Mainboard mit zwei Kernen, jeweils 12, also es ist irgendwie... Krass, okay. Ja, das ist der richtig, und irgendwie, also 128 GB RAM und ach, das ist, was diese ganzen VFX, also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil die ja vor allem CPU-Leistung brauchen, während wir als Koloristen ja auch mehr Grafikkarte haben. Genau, mehr diesen, wie heißt das, bei Benchmarks brauchst du ja, glaube ich, ne, um das...
um das, nee, wie heißt denn das? CUDA meinst du? Ja, genau, dankeschön. Genau, das ist das, genau. Wo die, also na, bei Nvidia ist es CUDA und bei AMD hat noch so eine eigene, also das ist ja auch nur ein proprietärer Kern, Rechenkern, ja, oder so, Pipeline, genau. Ist es ja dann. Genau. Gibt ja schon, ich habe gesehen, 15.000 Euro Grafikkarten, die halt nur diese CUDA haben. Sonst, also Spiele kannst du damit nicht spielen, aber du hast halt... Quattros. Genau, ja, genau. Oh, das ist schon Wahnsinn. Wobei das ja auch mehr dann tatsächlich, also gar nicht mal für, also interessanterweise ist es ja so, dass die diese CUDA, also diese Quattro-Grafikkarten gar nicht mal so viel mehr Leistung haben im Verhältnis zu der, zum Preis, wie jetzt für eine Gaming-Grafikkarte. Genau, ja. Weil ja die im Endeffekt die, was ja diese CUDA-Cores machen, ist so Fließkommazahlberechnung. Und das ist vor allem praktisch für so 3D-Render-Sachen wie so Architektur und so oder so Ingenieursberechnung. Also wenn du so zum Beispiel so Statik berechnen willst, dann sind Fließkomma-Cores halt besser, weil die halt, das ist halt das, was sie machen. Und dann brauchen die halt diese Grafikkarten, während halt für so Rendering-Sachen im Prinzip das ja dieselben Pipelines sind wie Videospiele. Okay. Deswegen, also dieselbe Bildbearbeitungspipelines, deswegen helfen die CUDA-Cores nur bis zum gewissen Punkt, weil du ja nicht so viel Fließkommaberechnung machen musst, wie du jetzt die normalen Standardberechnungen. Da könnte ich jetzt auch, muss ich vorsichtig sein, da geht mein Informatikwissen jetzt auch so an eine Grenze. Deswegen kann ich da auch gegebenenfalls schon die falschen Begriffe verwendet haben. Aber ich, das ist das, mein Wissen ist, dass die, das ist nur zu einem gewissen Maße unterstützt, weil ab einem gewissen Punkt braucht man diese anderen Rechenleistungssachen. Ja, ich finde diese Rechenleistung ist unfassbar. Ich habe damals auch angefangen mit 3D Max, kennst du das wahrscheinlich noch? So ein 3D-Programm. Und da war dann, dass der ein Bild in 1080p gerendert hatte, war irgendwie eine Rechenzeit von 4 Tagen. Und ja, und heutzutage, der Chris hat mir auch erzählt, der schickt das alles zu einer Renderfarm in Deutschland und da haben die, das ist eine riesige Halle mit 1000 PCs und dann sagt er, dann hast du das Fertige gerendert, dann sind das, was hinterher rauskommt, waren irgendwie 230 Gigabyte fertig gerendert. Da muss man sich mal vorstellen, Wahnsinn. Und sagt er, die haben das innerhalb von, was hat er gesagt, einen Tag oder so, ist das fertig gerendert, wo sein PC 9 Tage oder 10 Tage für bräuchte und deswegen sagt er, das sind dann irgendwie 260 Euro bezahlt er dafür, lässt das auf der Renderfarm rendern, fertig. Das ist eigentlich voll geil. Also macht total Sinn, finde ich, dass du das alles nicht intern zu Hause machst. Das ganze Strom und naja. Und dann hat er mir erzählt, ganz lustig, weil es ihm auch eine Festplatte abgefackelt. Beim Rendern. Also das ist schon so, scheiße. Das ist schon heftig. Wir sind bei dir. Also 3D und sowas haben wir alles. Was haben wir noch? Warte mal. Wie viele Tage, wenn du jetzt im Kolorieren bist? Das ist das eigentlich, was mich interessiert. Wie viele Tage bist du da am berechnest du, sagst du so eine, ich mache so eine Deadline, bis da und dann werde ich fertig sein, oder sagst du, ach, ich mache jetzt mal bis in die Nacht und Freizeit brauche ich nicht, oder wie machst du das? Nee, also das ist eine lustige Frage, die kommt sehr häufig, so wie lange brauchst du eigentlich? Das ist unterschiedlich, also man kann so damit rechnen, dass man so Werbespots zwischen 30 und einer Minute, also wenn es so normale Werbespots sind, in einem Tag macht. Okay. Wenn es so Imagefilme sind, also die so klassisch so, ne, so viele Szenen, viele auch so halbdokumentarische Bilder oder Interviews, dann kann man so 2 bis 3 Minuten pro Tag hinkriegen. Das liegt halt, also man könnte auch mehr schaffen, das liegt aber meistens daran, dass das Material oft nicht in super kontrollierten Bedingungen gedreht wurde, wodurch man halt sehr viel Farbkorrektur machen muss, deswegen dauert das einfach länger. Spielfilm schafft man so 8 bis 9 Minuten am Tag. Man kann auch mehr machen, aber das ist dann so ein bisschen abhängig davon, das schwankt so ein bisschen, aber so im Durchschnitt schafft man so 8. Und Dokumentarfilm, da hat man so 20 Minuten am Tag. Krass. Also da muss man, aber da macht man auch kein Color Grading, da macht man nur Farbkorrektur und dadurch ist es auch schneller. Sag noch mal kurz den Unterschied, ich habe es zwar mal gewusst, aber ich habe schon wieder vergessen. Na, Farbkorrektur ist erstmal nur das Angleichen von den Szenen, also dass man halt die, also dass man also alles sozusagen korrigiert, dass man Farbstiche rausnimmt und dass man irgendwie, wenn irgendwelche, also die oder diese bestimmte, also Memory-Farben sind diese, also das, die muss man korrigieren, das ist zum Beispiel Himmel, Haut, Flora ja, das war schon. Und die muss man sozusagen korrigieren.
Und wenn man, das ist sozusagen das, was man dann einfach durchzieht. Und dann muss man gucken, dass da die einzelnen Bilder nicht springen, also in der Helligkeit und in den Farben und Sättigung überall gleich ist und so. Genau, das ist sozusagen Farbkorrektur. Und Color Grading ist dann die eigentlich so dieser künstlerische, den Look sozusagen zu erstellen. Ja, das heißt, du machst erst Farbkorrektur, dass du alles, die Szenen alle im gleichen Bildmuster hast quasi, Sättigung, Helligkeit und dass alles, dass der Himmel immer gleich blau ist zum Beispiel und die Haut immer die gleiche Farbe hat. Und dann ganz zum Schluss baust du dann, die meisten machen ja das Latt einfach drauf und fertig, sondern du machst es dann manuell selber, baust du dann schönes Latt für jede einzelne. Also du machst es dann für jede einzelne Szene hinterher oder machst du dann ein Latt und ziehst es über alle rüber? So ein Showlatt. Ja, gibt's auch. Also manchmal kann man, also wenn die Szenen von Lichtstimmung her relativ gleich sind, kann man auch einen Showlatt machen und dann einfach, also das heißt Latt, aber so Power Grade einfach über alles drüber hauen. Ja. Und dann noch angleichen. Also, aber erfahrungsgemäß ist es meistens doch so unterschiedlich, dass man das dann pro Szene macht und auch meistens der Regisseur das auch nicht einmal so über alles haben möchte, sondern dass man eher so pro Szene, also pro Abschnitt sozusagen guckt, was ist jetzt die Stimmung, also wenn es halt mal jetzt könnte so eine düstere Stimmung sein, dann will man vielleicht eher so ein bisschen Richtung Grün gehen, wenn es halt eher was Fröhliches ist, dann will man vielleicht Richtung Gold gehen, also es wäre irgendwie auch komisch, wenn man alles über nur ein Ding drüber klatscht, außer die Stimmung ändert sich halt nicht. Ja. Also bei Werbespots ist es halt natürlich so, dass man halt in 30 Sekunden oder anderthalb Minuten jetzt nicht unbedingt sechsmal den Look ändert, sondern dass man halt eher so einen Look hat und das über, also im Endeffekt ist es oft auch einfach nur eine Szene in 30 Sekunden, ne? Also das ist halt Szene, die wird halt einfach eine graded, nur da ist es halt bei Werbung dauert das halt so lange, weil man halt, zum einen hat man halt die Kunden immer vor Ort und zum anderen ist das dann halt, das dauert eh länger und dann hat man auch den Anspruch, da auch sehr viel Retusche zu machen. Das heißt, Beauty-Retusche, Augen wegmachen und so ein Kram, was jetzt mittlerweile auch relativ wieder auch schneller geht durch diese ganzen Face-Refinement-Sachen von Resolve, muss man nicht mehr so viel maskieren, aber da ist trotzdem noch sehr viel auch so Haut ausgleichen, wenn die Maske, wenn man zum Beispiel jemand hat, der einen bestimmten Hautton hat und dann hat die Maske halt eine bestimmte Farbe drauf gemacht und dann auf das Gesicht, aber auf die Arme irgendwie nicht. Und dann muss man sozusagen die Arme angleichen an den Kopf, damit es dann halt gleichmäßig ist und sowas. Das ist halt, Werbung ist da sehr, sehr, es ist halt alles wie, ne, es ist halt Photoshop, das ist halt im Endeffekt wie Photoshop, nur für Bewegtbild. Für XXL, so sagt, ja. Ja, das genau, ist 25 Bilder pro Sekunde. Das ist schon krass, ja. Ja, cool. Was für ein Punkt, also du nutzt DaVinci, was nutzt du für ein System? Mac oder Windows? Ich nutze Windows aus dem einfachen Grund, dass, also ich bin sonst Mac-User, aber es gibt keinen aktuellen Tower-PC von Macintosh, deswegen konnte ich mir jetzt keinen holen. Ja, aber sonst würde ich wahrscheinlich wieder Mac nutzen. Okay. Haben die nicht jetzt wieder einen neuen Mac Pro rausgebracht? Die haben einen iMac Pro rausgebracht. Ah, iMac war das. Aber, aber es gibt halt keinen richtigen, kein Tower-PC. Und das Problem ist, dass es sich, also für Workstations lohnt es sich halt auch nicht so richtig. Also für Laptops und alles, was nur portabel ist, ist halt, sind halt einfach, da würde ich so ein bisschen drauf schwören auf Apple, aber die, alles, was so Workstations sind, ist der Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach zu krass. Also da kann man sich das halt schlecht schönreden, dass halt, also ich meine, 5.000 Euro versus halt irgendwie dann 3,5 oder so. Wenn man halt Asche hat, so ohne Ende, okay. Aber wenn man so ein bisschen gucken will, dass man auch dann, das muss ja der Kunde auch zahlen, ne? Muss man dem ja auch so verkaufen. Hey, ich habe jetzt mir, weil ich es möchte, naja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Effektivität. Ja. Hast du da irgendwelche Tricks, wo du sagst, das, wenn ich das vorher gewusst hätte, würde ich das immer machen und dass du schneller arbeiten kannst in deinem Workflow, in deiner Effektivität? In welchem Bereich jetzt? Color Grading? Color Grading. Jetzt, ja. Okay. Was halt mal, wenn man jetzt was von Equipment denkt, sind auf jeden Fall die Panels halt das, was am krassesten Einfluss hat darauf, also Maus und Tastatur sollte man eigentlich lieber lassen, außer man macht es wirklich ganz, ganz selten. Mhm. Hast du dieses halt kleine Panel davon von DaVinci? Ne, ich habe dieses, was ist das große? Also nicht das von DaVinci, das große, sondern von Tangent Elements heißt das. Okay. Das ist, was um diese, ich glaube, das ist dieses, um den Preisklasse 3.000, 4.000 Euro oder so.
Ja, das ist halt Schnapper. Ja, ne? Naja, wenn man überlegt, das große Panel 17.000, also. Ja. Na, 13, nein, ist Angebot, die haben jetzt 13.000, das ist... Achso, okay. Das naja, ist, ja. Genau. Nee, das ist, also Panels sind auf jeden Fall, wenn man graden will, so ein Rieseneffizienzfaktor. Okay. Und dann, was ich früher nicht gemacht hatte, was ich jetzt auch mehr mache, wieder Kommunikation, ist halt so Handoffs zu schreiben. Also so ist die halt die Cutter, wenn sie mir was geben, dass die halt so ein Formular ausfüllen müssen, wo halt ich dann genau drin stehen habe, was, also von was die mir geben, wie sie es mir geben und was sie haben wollen von mir. Weil das war aber jetzt immer so ein, manchmal erwartet man von Leuten, dass die halt das schon wissen oder verstehen. Ja. Und dann fehlt dann bei denen halt, weil die es immer anders gemacht haben, muss man einfach dieses abgleichen. Kommunikation macht es einfach alles viel schneller. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich so Effizienztricks habe, außer dass halt man irgendwann lernt, dass man für einen bestimmten Trick irgendwie statt drei Notes nur mit einem Note machen kann. Aber wenn man jetzt rein von Color Grading ausgeht, je gröber man die Maske keyt, desto besser. Okay. Macht schneller. Muss ich jetzt mal sagen lassen, ja. Wenn du mal einen Trick, Tipp von mir haben willst, was jetzt explizit die Arbeit, den Workflow angeht, was jetzt nicht nur Kommunikation und Peripherie ist, lieber gröber arbeiten. Ich sag meinen Schülern immer bei den Workshops, weniger Notes und gröber arbeiten ist schneller. Die sieht genauso aus. Okay, ja, ich lasse das mal so stehen. Ich habe so Bilder im Kopf. Nein, das klingt super weird. Das war ich ganz... Ah, es klingelt gerade die Tür. Das ist super weird vom Gedanken her, aber man, wenn man keyt und wenn man halt versucht, super fein zu keyen, dann hat man das Problem, dass oft man halt dann so, okay, jetzt flackert irgendwie so das immer der Haut oder so, das in den Haaren und dann muss ich jetzt irgendwie noch mal eine Maske ziehen und das tracken und so. Und wenn man halt gröber keyt, dann sieht man sozusagen die Fehler nicht so, die verschwinden dann so ein bisschen im Bild, wo man halt das anfasst. Und dadurch kann man halt, das klingt halt wirklich weird, aber man muss halt so ein bisschen anders denken, wenn man halt schneller sein möchte. Und wenn man halt, weil man kann sozusagen bestimmte Sachen einfach sozusagen verstecken. Das ist wie so ein Handwerker, der halt den Dübel halt verkackt hat oder sagt, der scheiß drauf, ich mach das Loch halt größer und ich mach den Dübel rein, aber sieht eh keiner, weil jemand da reingucken kann, was genau. Wir eigentlich gemacht haben. Ja, so, ne? Also genau. Das Ergebnis zählt einfach. Ja. Das Ergebnis zählt halt, genau. Und das ist halt, das ist so dieser Ansatz zu sagen, das Ergebnis zählt und du musst jetzt nicht super, super fein arbeiten, weil es sich gar nicht lohnt, wenn du halt, wenn man jetzt im Hintergrund, ob jetzt der Baum jetzt den Farbton sich verändert hat, Hauptsache, du hast jetzt nicht 20 Minuten lang damit verbracht, den Key auf die Hauttöne zu setzen oder so. Sehr cool, ja, genau so. Das ist genau die Frage gewesen, die Antwort auf die Frage wegen Effektivität, dass man sich nicht so verrennt in den ganzen genau. feinen Details, weil der Kunde wartet ja auch nicht ewig, bis man fertig ist, also von daher. Das finde ich sehr cool, ja. Was haben wir noch? Das haben wir gemacht. Marketing haben wir jetzt eigentlich für Ausrüstung durch. Es sei denn, du hast noch irgendwas, wo du sagst, nö, ja, gut, Asla. Marketing. bist du bei einer Agentur oder wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich buchen oder was machst du, damit du mehr Aufträge bekommst? Also ich bin nicht von einer Agentur repräsentiert. Noch nicht. Hallo. Ich bin offen für Anfragen. Aktuell kann man mich einfach anrufen oder also einfach direkt die Nummer auf die Webseite einfach wählen und anrufen. Ich bin sonst auf Instagram, dop.axelrothe, viel unterwegs, poste ich ganz viel und kommuniziere mit den Leuten. Ich hatte auch eine Facebook-Seite, die ist nicht mehr so aktuell. Und Podcast habe ich alle auch da. Also ich Marketing, ich bin halt dann, weiß ich, also es ist verschiedene Sachen. Also Online-Marketing ist halt klar, Social Media ist halt, kann man sich nicht mehr wegdenken. Ja. Das kennst du ja auch. Das muss man machen. Bisschen, ja. Ja, also ich meine, mein Podcast ist ja auch wie Social Media Marketing. Nein, so das war Ironie, es funktioniert alles nur über Social Media. Also das gar nicht ohne andere. Achso, okay. Ja, genau. Nee, also es ist, das ist da, wo ich halt so Marketing mache, dann
bin ich halt auch, klar, Netzwerk, klassische Netzwerkveranstaltung, ne? Man muss Leute immer noch persönlich kennenlernen. Also ich, was ich immer sage ist, man muss halt so mehrere Touchpoints haben, also vom Marketing her, um halt einen, um was halt so, um halt irgendwie einen, einen Kunden halt zu generieren. Gerade wenn man so, also Color Grading ist ein bisschen einfacher, weil das mehr Dienstleistung ist, während halt Kamera ist sehr persönlich, also sehr persönlich, mit dem Regisseur muss man auch persönlich gut klarkommen und Regisseurin. Ansonsten wird das halt nicht so wirklich was. Zusammenarbeit, die Kollaboration. Und dadurch ist es halt wichtig, dass man halt sich auch kennenlernt. Aber so, also Instagram kann halt helfen, zum Beispiel, man lernt die Person auf Netzwerkveranstaltungen kennen, die folgt einem dann und dann bleibt die halt, kriegt die ja halt immer wieder was mit. Und was man früher sonst mit Briefen und irgendwie anrufen und irgendwie so, wie man immer wieder treffen, jetzt kann man das halt sozusagen dann mit Social Media halt sozusagen auch dann einfach verlängern. Also man kriegt dann halt diese Touchpoints anders einfach. Also ist dann halt so ein effizienter, schnell viele Leute zu erreichen, die man mal irgendwann getroffen hat oder die halt einen kennenlernen. Oder Leute, ich habe jetzt auch über Workshops viele Leute, die kommen dann halt wegen dem Instagram-Account, weil die haben halt das halt gesehen und finden das cool und wollen das halt auch lernen und dann ist der Instagram halt eine gute Möglichkeit, um da halt an Leute ranzukommen. Die sehr halt cool. Das irgendwie, also gerade im visuellen Medium ist Instagram, glaube ich, gerade einfach das Ding so. Sehr cool, ja, das stimmt. Wunderbar. Ja, also alle Agenturleute, die zuhören, er ist noch zu haben. ja, haben wir das Marketing. So, sind wir durch. Schnellfragerunde. Wir sind eigentlich am Ende. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch gerne loswerden möchtest? Na, ich würde nur meinen Podcast pluggen darf. Dir gerne, ja. Genau. Genau. Also ich habe selber einen Podcast. Kinepresso heißt der. Der launcht jetzt im. Also wir nehmen ja gerade jetzt im März auf. Der launcht jetzt auch im April, glaube ich. Also wenn ihr den jetzt sagen später als April hört oder im April, dann ist der wahrscheinlich online. Und Link nehme ich an unten. Gerne. Kommt alles rein. Ja. Genau. Kinepresso ist ein Podcast auch für Filmmenschen. Wir reden über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Ich rede mit Leuten wie zum Beispiel Josua Städtler, der Kameramann ist, der mit Analogfilm dreht und was das bedeutet für Disziplin am Set. Dann rede ich auch zum Beispiel passend dazu mit Silbersalz, die komplett analog Film drehen, ihre Werbeproduktionen, aber auch mit Alina Syranek, die ihren Dokumentarfilm selber vermarktet hat und ihn über 20 Kinos selbst gebracht hat, wie sie das gemacht hat und warum sie das gemacht hat. Sehr cool. Klingt sehr, sehr interessant. Also, wenn ihr noch Fragen habt, hört euch das auf. Ich höre mir das auf jeden Fall an. Ich höre da auf jeden Fall an, weil mich interessiert das ja auch mega. Immer coole neue Leute, weil das ist ja auch der Grund von diesem Podcast. Einfach andere Leute kennenzulernen, zu netzwerken und einfach mal zu hören, wie die das machen. Und das ist wirklich super interessant und macht vor allen Dingen auch super Spaß, oder? Ja, definitiv. Ich rede gerne. Ja, genau. Na, Quatsch macht echt, ist, wenn du noch andere Leute hast, Kollegen, mit denen du so über das Gleiche, ich meine mit diesen Notes und wenn das jemand Externes hört, der nichts Ahnung hat von Grading oder so, der wird sagen, was reden die da? Keine Ahnung. Und das macht wirklich Spaß, wenn man weiß, wovon der andere auch da redet. Ja. Schnellfragerunde zum Schluss. Ich würde gerne einfach, dass du die folgenden Fragen oder Sätze einfach ergänzt. Bist du bereit? Ja. Also, deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Produktion sind? Gute Kommunikation, sich gut so vorbereiten, dass man keine Fragen offen hat und Spaß haben. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Selbst zusammenbauen, also herstellen, meinst du? Ja, wenn du sagst, ich habe jetzt hier eine Liste, einen schwarzen Zettel und schreib mir jetzt mal drauf, so musst du die sein, damit die voll geil ist. Was würde da draufstehen? Oh Gott. Das Datenblatt von der Varicam 35. Ich bin sehr zufrieden mit der Kamera. Dein Lieblingsbuch ist? Lieblingsbuch, warte. Also das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, Fear and Loathing in Las Vegas von Hunter S. Thompson. Ich kenne nur den Film, das Buch. Das Buch ist super. Okay. Dein Lieblingszitat ist? Von Roger Deakins. If no one commented my work, I did my work well. Also wenn niemand meine Arbeit kommentiert hat, dann habe ich meine Arbeit gut gemacht.
Okay. In 5 Jahren werden Videos, also ich bin ja hier beim Thema Video. Ja. In 5 Jahren. Entschuldigung, in 5 Jahren werden Videos. Holografisch sein? Videos. Boah, das ist so allgemein, ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, werden Videos Bilder ablösen im Internet, aber das haben sie ja schon getan. Ich weiß gar nicht genau, was nächstes kommt mit Videos. Also da bin ich auch echt selber so gespannt, wie Videos jetzt sich weiterentwickeln werden. Okay. Habe ich schon. Dein Vorbild ist? Roger Deakins. Okay. Der große Kameramann. Ja. Super. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite, deine E-Mail-Adresse, wie heißt die? Meine Webseite ist axelrote.com. Meine E-Mail-Adresse ist me@axelrote.com und Instagram-Handle ist dop.axelrote. Könnt mich gerne bei allen Sachen adden, folgen, anschreiben. Ich antworte auch, bin da sehr offen, freue mich immer, neue Leute kennenzulernen. Genau, er ist nämlich kein Bot, er ist live da und schreibt selber noch zurück. Ja, ja, sehr cool. Ich habe mir richtig Spaß gemacht, Axel, dass du heute Morgen Zeit hast, dass wir so ein paar Sachen beschnacken konnten. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in den Kommentar rein. Das Ganze kommt auch als Video. Ich werde das jetzt schneiden von Skype und so zusammen umpacken und auf YouTube wird es man sehen, am Podcast wird man es hören und dann hört euch auf jeden Fall alle den Podcast an, Kinepresso, und dann hören wir uns bald hoffentlich wieder. Ich danke dir. Ja, ich danke dir.